So, einen wunderschönen guten Tag zur 11. Vorlesung Tricks, Trends und Traditionen. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Viel Spaß heute. Es geht um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und warum eigentlich? Es ist das erste Mal, dass ich dieses Thema mit in der Vorlesung habe. Und es gibt Milliarden Gründe. Also eigentlich müsste man sich fragen, warum eigentlich nicht? Und warum gibt es eigentlich Veranstaltungen in der Universität und auch in der Schule, die dieses Thema nicht als Grundlage haben? Weil eigentlich müssten wir immer darüber sprechen, oder? Ist das nicht das alles Entscheidende bei uns auf der Welt, im Miteinander, dass wir nachhaltig agieren, dass wir für eine Welt sorgen, die morgen noch existiert und in der wir uns auch heute, genauso wie auch morgen, wohlfühlen können? Eigentlich schon, oder? Und deswegen habe ich auch diese Frage hier gar nicht beantwortet auf der Folie, sondern ich sehe es als absolut grundlegend und selbstverständlich an, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Nichtsdestotrotz und nichtsdestoweniger werde ich am Anfang ein bisschen thematisch einführen, also ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, was ist das eigentlich so genau, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung und welche Ziele haben wir da und wie können wir vielleicht die eine oder andere Sache für den eigenen Unterricht gebrauchen. BNE, das ist die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung, soll dazu führen, dass Menschen zukunftsfähig denken und vor allem handeln. Und darüber werden wir heute noch viel sprechen. Auch wenn es womöglich eine kurze Einheit wird heute, werden wir viel darüber sprechen. Denn Denken und Handeln sind ja zwei verschiedene Dinge, die nicht unbedingt immer zusammenpassen. BNE soll außerdem jedem Einzelnen ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen. Also wenn ich das eine mache, hat das eine Wirkung auf irgendwas anderes oder auch nicht? Das sollte man verstehen, möglichst früh, damit wir also wissen, was in Zukunft auf uns zukommt. So ein paar Probleme, die entstanden sind, weil man sich früher nicht genug Gedanken gemacht hat in Richtung Zukunft, werde ich Ihnen nachher mal präsentieren. Die Bildung ist dann nachhaltig, wenn wir Menschen weltweit, gegenwärtig und in Zukunft würdig leben, ja, also wir alle, und wenn wir alle unsere Bedürfnisse und Talente unter der Berücksichtigung planetarer Grenzen entfalten können. Fridays for Future hat in der letzten Zeit häufig über planetare Grenzen berichtet, genauso wie der IPCC-Bericht und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen, unser Planet, die Erde, hat Grenzen. Das heißt also, wir können nicht einfach irgendwas machen und das wird die Erde schon aushalten, sondern da gibt es Grenzen. Es wird viel über CO2, Methan und Co. gesprochen, über die 2-Grad-Grenze und so weiter und so fort. Und wenn wir das alles miteinander verbunden bekommen, wenn also Menschen Bedürfnisse und Talente ausleben können und die Welt, also die Erde, trotzdem überlebt und das einigermaßen natürlich und gut und lang, also nachhaltig, dann können wir da also von nachhaltigem Leben und entsprechend der richtigen Bildung, so wie wir sie haben wollen, sprechen. Und dieser Begriff Nachhaltigkeit kommt eigentlich aus einem anderen Bereich, eigentlich eher aus der Forstwirtschaft. Und da, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass der gute Hans Karl damals sagte, schlage nur so viel Holz, wie der Wald vertragen kann. Also nur so viel Holz, wie auch nachwachsen kann, denn man weiß, wenn man im Wald zu viel abholzt, dann ist er irgendwann platt und wird nicht nachwachsen und dann ist der Wald tot. Und da kommt also dieser Begriff her und heute sprechen wir in allen möglichen Bereichen von Nachhaltigkeit, selbst ja auch im Unterricht, wo wir zum Beispiel sagen, dass wir natürlich zum einen Inhalte vermitteln müssen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, also BNE zum Beispiel, in Bio oder in Erdkunde und so. Aber wir reden auch von Nachhaltigkeit, wenn wir beispielsweise sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen weniger auf Fachwissen als dann vielmehr auf Kompetenzen achten, weil das nachhaltiger sei. Und was würde eigentlich Nachhaltigkeit und so weiter und so fort beeinflussen? Also, der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft. Und was relativ schnell deutlich werden sollte, vor allem hier in der Vorlesung heute, ist, dass es nicht nur eine Frage von Umwelt ist. Also wenn Sie jetzt irgendwie Deutsch und Englisch studieren dann, und Sie sagen, ja toll, heute Bildung für nachhaltige Entwicklung, was habe ich mit Umweltschutz bei mir in der Schule zu tun? Jede Menge, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung und überhaupt auch Umweltschutz hat nicht nur was mit Umwelt zu tun, sondern wir haben eigentlich immer eine Interaktion zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Denn es wird niemals irgendwie einen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Fortschritt geben, wenn die Umwelt nicht intakt ist. Also wenn die ständig neue Stürme liefert und so weiter und so fort oder Überschwemmungen, wenn es zu heiß wird für den Menschen und der Mensch mit seiner Entwicklung nicht hinterherkommt, also der Organismus sich nicht daran gewöhnen kann, also nicht adaptieren kann schnell genug, dann wird es halt diesen Fortschritt niemals geben. Und andersrum genauso, es wird nicht gelingen, die Umwelt effektiv zu schützen, wenn es Menschen irgendwie existenziell schlecht geht. Also wenn die so wenig Geld haben,
dass sie kaum überleben können. Dann werden die nicht mehr die Ressourcen und Kapazitäten haben, sich um die Umwelt zu kümmern. Das heißt also, diese Interaktion zwischen all diesen drei Punkten, die ist extrem wichtig. Und so müssen wir nicht nur darüber nachdenken, wie vermeiden wir Plastikmüll zum Beispiel oder wie sorgen wir dafür, dass Vieh nicht so viel Methan ausstößt, sondern wir müssen uns um viele andere Dinge Gedanken machen. Und da hat halt Bildung einen extrem hohen Stellenwert. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, dass eben Bildung für nachhaltige Entwicklung, also Nachhaltigkeit, nicht nur Umweltschutz ist, sondern halt eben auch mit Wirtschaft zu tun hat und auch mit der Gesellschaft natürlich, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns entsprechend ausbilden und so weiter und so fort. Und das heißt automatisch auch, und das ist eigentlich die Hauptaussage schon dieser Vorlesung, wir könnten jetzt eigentlich schon aufhören, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung eben nicht nur Aufgabe von Fach Biologie oder Erdkunde ist. Gesellschaftslehre oder wie auch immer wir das nennen möchten, sondern das ist Aufgabe eines jeden Fachs und eigentlich eines jeden Lernangebots, das wir in der Schule, aber auch in außerschulischen Bereichen machen, auch wenn wir in Vereinen unterwegs sind. Es ist längst, längst Zeit, dass wir also nachhaltig agieren und dafür sorgen, dass Menschen wohlig und gut und nachhaltig miteinander umgehen, um im Endeffekt dann auch die Erde zu schützen und dementsprechend auch die nachfolgenden und aktuellen Generationen. Wenn wir jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schule angucken, dann wurde 2017 der Nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung verabschiedet und der muss dann also auf Bundeslandebene umgesetzt werden und für Schulen gibt es dann die Aufgabe, das vernünftig zu machen. Also die sollen so eine Agenda erarbeiten und sollen zusehen, wie man das in die Praxis bekommt. Das ist also die Idee, das wurde 2017 entschieden. Und so sind nicht nur Schulen, sondern natürlich auch außerschulische Lernorte adressiert, Lernprozesse, mehr oder weniger interaktiv, forschend, kreativ und so weiter und so fort, in Gang zu setzen, sodass die Lernenden aller Altersgruppen befähigt werden, sich selbst und die Gesellschaft zu verändern. Denn wir müssen uns an der einen oder anderen Stelle verändern, oder? Wann waren Sie das letzte Mal bei Instagram unterwegs und haben irgendwie fesche Werbung gesehen und haben eine Sache bestellt, ja? Ein bisschen was konsumiert, wie selbstverständlich, oder mal irgendwas gegoogelt oder darüber nachzudenken, ob das irgendwie die Umwelt verschmutzen könnte. Hätten wir auch jemand anders fragen können. Haben wir heute Nacht das Smartphone wieder angelassen, hätten eigentlich Strom sparen können. Ah, ärgerlich. Und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Dinge, die wir verändern können und die sind manchmal so einfach und klein. BNE in Schule bringt aber auch Probleme mit sich. Wir haben eine spannende Erhebung von Grund und Prog. Die haben über 3000 Menschen erhoben, zum einen Großteil junge Menschen, aber halt auch Lehrkräfte. Und in dieser Panelstudie ist herausgekommen, dass die Menschen gemeldet haben, wir hätten gerne wesentlich mehr BNE in der Schule, aber ist nicht. Das heißt also, da war eine große Lücke zwischen der gewünschten und der faktischen Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule. Und dementsprechend haben wir so ein kleines Vollzugsdefizit von BNE in der Schule. Also es ist eigentlich gewünscht und es soll ja auch gemacht werden, eigentlich in jedem Unterricht, in jedem Fach. Es wird es aber nicht gemacht. Ja, dann ist natürlich immer die Frage, woran liegt es? Ne? Woran hat es gelegen? Und die Lehrkräfte sagen dann eigentlich zu 80%, dass es vor allem daran liegt, dass BNE in den Lehr- und Bildungsplänen nicht gut verankert ist. Ja, das ist ein Grund. Dass Weiterbildung fehlen, sagen 3/4. Dass es dadurch auch an Unterrichtsmaterialien fehlt, weil eine Lehrkraft nicht mal eben so gut Unterrichtsmaterialien selbst entwickeln kann. Und letztendlich fehlt auch Wissen, also eigentlich alles. Wissen, Material, die Leute werden nicht fortgebildet. Und in den Bildungsplänen, Curricula und Co. ist es halt noch nicht so verankert, wie es verankert sein könnte. Und dementsprechend ist es auch so nicht niederschwellig und nicht selbstverständlich. Wenn es allerdings um Material geht, dann muss man sich sagen, da gibt es aber eigentlich schon einiges. Also man muss nur ein bisschen mal im Internet unterwegs sein und mal ein bisschen recherchieren. Da findet man einiges. Ich habe jetzt nochmal so 1, 2, 3 Sachen hier aufgelistet. Über das BNE-Portal überhaupt vom Bund kann man ganz gut gehen, um Empfehlungen zu bekommen. Da gibt es so kleine Empfehlungen, so wie zum Beispiel die Tüftel-Akademie oder die BNE-Box. Ach, und da gibt es so viele Sachen. Man findet schon was. Zumindest, um inspiriert zu werden als Lehrkraft, um dann also seinen entsprechenden Unterricht umzubauen. Und wir werden nachher auch noch sehen, wie differenziert man das runterbrechen kann, BNE, sodass also auch ein Sportunterricht oder ein Geschichtsunterricht sich darauf entsprechend einstellen kann, BNE, also dieses Verständnis von nachhaltiger Entwicklung, zu fördern. Das wahrscheinlich aber wieder größte Problem, nicht nur bei denen, die für die Bildung zuständig sind, also wie wir sagen, das System, ja, sondern halt eben auch
die Menschen, die sie letztendlich umsetzen, also Lehrkräfte, bei Schülerinnen und Schülern aber genauso, das ist die Macht der Gewohnheiten. Da haben wir ein riesig großes Problem. Und ich habe es wahrscheinlich in fast jeder Vorlesung angesprochen. Wir haben die Gewohnheiten, die sitzen ziemlich tief, die geben uns Sicherheit und die sorgen dafür, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle dann doch mal so verhalten, wie wir es vielleicht nicht machen sollten, um dann uns, aber auch andere und vor allem die Erde und die Umwelt zu schützen. Und was machen Sie eigentlich mit Vorlesungen immer? Das hatte ich schon mal gefragt. Wie sieht es heute aus? Wollen Sie mal irgendwas anders machen? Mal irgendwie, können wir irgendwann nochmal Licht ausmachen oder irgendwo sonst Strom sparen, mal ein Standby ausstellen oder das Smartphone vielleicht ausmachen? In der Vorlesung brauchen Sie es heute nicht. Nicht unbedingt, wenn Sie nicht jetzt über das Smartphone YouTube anhaben. Wenn Sie also über Laptop gehen, Smartphone brauchen Sie für die Vorlesung nicht. Wir haben keine Abstimmung. So. Kann man heute auch mal ausmachen, beiseite legen, ein bisschen weniger vielleicht da aktiv sein, um ein bisschen Strom zu sparen. Und wenn man es nicht ausmacht, weil das Anmachen wieder mehr kostet, dann vielleicht einfach beiseite legen oder die Apps nochmal schließen. Vielleicht mal irgendwas anders machen. Vielleicht nutzen wir einfach heute mal die Gunst der Stunde, um ein bisschen was anders zu machen. Standby ausschalten, irgendwelche, vielleicht auch mal hier das Ladegerät vom Handy ziehen, wenn da nicht gerade ein Handy oder ein Smartphone dran ist. Also vielleicht können wir es mal nutzen heute, ein bisschen was anders zu machen. Mein Smartphone ist aus und liegt hier unten und ist weg. Wenn man sich jetzt für den Unterricht ein bisschen was beiseite nehmen möchte, um sich zu orientieren, was heißt denn dann eigentlich BNE? Es ist nicht nur Umweltschutz, es ist eben, hat auch was mit Gesellschaft und auch mit Wirtschaft und so zu tun. Dann hat die UNESCO die Sustainable Development Goals ins Leben gerufen vor ein paar wenigen Jahren. Und die sind absolut genial, um eine gute Struktur in den Kopf zu bekommen. Wenn Sie kurze Erklärungen dazu brauchen, dann kann man hier hervorragend auf dieses SDG-Portal gehen. Ich kann Ihnen das vielleicht auch ganz kurz gleich einmal zeigen. Wir gehen gleich einmal rüber. Und Sie sehen, dass es hier 17 verschiedene Ziele gibt. Von 1, No Poverty, also keine Armut und so weiter und so fort. Wir gehen die einzelnen dann gleich mal durch. Und ich habe mal auch ein paar ausgewählt, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Und die eignen sich. Die sind nicht nur, sehen nicht nur gut aus, die sorgen für gute Struktur. Und Sie sorgen mit Sicherheit dafür, wenn Sie die nicht sowieso schon kennen und vielleicht auch nutzen für Ihren Unterricht, über BNE nochmal ganz anders nachzudenken und vor allem auch über die Menschheit und die Gesellschaft ganz anders nachzudenken. Und wenn wir uns die mal hier einmal angucken, ich gehe mal hier kurz ins Internet mit Ihnen, dann sehen Sie hier keine Armut, ja, Armut in jeder Form und überall soll beendet werden, das ist so das große Ziel von diesem SDG 1, wir haben keinen Hunger, Gesundheit und Wohlergehen fördern, da kommen wir nachher nochmal zu. Oder hier 5, meiner Meinung nach unfassbar wichtig, Geschlechtergleichstellung, also Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Es ist einfach unfassbar, was in dieser Gesellschaft los ist und wie da Ungerechtigkeit herrscht und Ungleichheit herrscht. Damit muss aufgehört werden, das geht einfach gar nicht mehr. Genauso wie generell mit weniger Ungleichheiten, also Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten. Ja, wenn man sich anguckt, wie reicher die Reichen werden und wie ärmer die Armen werden, dramatisch. Und dann gibt es aber halt eben auch Dinge wie zum Beispiel Leben unter Wasser. Also mal darüber Gedanken machen, was ist eigentlich mit unseren Lebewesen im Wasser und wie wichtig ist das Wasser für uns? Was ist mit Mikroplastik? Was ist mit Kaugummi-Kauen? Was ist mit irgendwelchen Lotionen, also Hautlotionen, die Mikroplastik innehaben, damit die Haut irgendwie abgeschuppt wird und so weiter. Muss so etwas wirklich sein, Leute? Muss das sein? Ja, all solche Dinge, Sie sehen es hier und natürlich auch ein anderer ganz wichtiger Punkt, 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Ja, auch das ist auf der Welt natürlich wichtig, denn wenn Krieg herrscht, dann kann man, glaube ich, alles andere vergessen. Dann ist so viel Existenz in Gefahr, dass die Menschen sich wenig Gedanken um Bildung und noch weniger Gedanken um die Welt machen, also um die Erde und Umweltschutz. Ich packe mal ein paar raus, oder? Ich hole mal ein paar raus. Sie sehen hier das Ziel 3, Gesundheit und Wellbeing. Und da ist die Frage, was können wir da machen in der Schule? Ich habe einfach mal so ein bisschen gebrainstormt, einfach ein bisschen was rausgehauen und Sie können vielleicht einfach mitmachen. Das ist jetzt nicht groß wissenschaftlich irgendwie recherchiert. Es gibt viele Projekte dazu und Sie haben das Portal gerade gesehen, das ich Ihnen gezeigt habe, sdgportal.de und dann ist unter den Beschreibungen sind immer kleine Projekte angelegt. Also wenn man mal so ein paar Ideen braucht, was kann man da eigentlich machen, dann da einfach mal hingehen, sich das einfach mal angucken. Und ansonsten Gesundheit in der Bildung, ja, man kann erstmal das Thema natürlich aufnehmen. Vielleicht nicht nur in Biologie ab und zu mal über den Körper sprechen, sondern auch in anderen Fächern oder generell, manchmal gibt es das ja auch schon als Unterrichtsfach, also über Gesundheit sprechen. Was können wir eigentlich machen? Und auch da wieder über Gewohnheiten reden.
Also, wenn wir hier von Gewohnheiten sprechen, gibt es das Spannende, womit ich mich seit einiger Zeit beschäftige. Ich weiß nicht, wie Sie sich ernähren, ob Sie Allesfresser sind oder so. Ich habe irgendwann mit dieser Vorlesung hier angefangen, vegan zu werden. Also, ich sage mal nicht vegan, sondern eher pflanzenbasiert. Also, ich esse zu 98% vegan und finde das mega gut. So einfach und so lecker. Es gibt so gute Sachen. Das macht viel mehr Spaß. Mir, subjektive Wahrnehmung. Ich möchte das keinem vorschreiben oder irgendwie empfehlen. Ich sage nur für mich mega mäßig. Und dazu haben wir so Sachen geführt wie 12.000 Quadratmeter verbraucht der Allesfresser und 400 Quadratmeter im Durchschnitt, der also nur pflanzenbasiert sich ernährt. Und wenn man sich da mal so Dokus anguckt, oder? Oder müssen wir sich reinliest, wie so Vieh gehalten wird und so. Ah, nee. Aber wir sind es gewohnt, Wurst zu essen. Wir sind daran gewöhnt. Wir mögen das total gerne. Auch schmeckt ja auch irgendwie auch lecker. Also darüber nachdenken, wie sieht es aus? Und das möglichst früh, während der Schulzeit. Was mit Bewegung eigentlich? Auch in der Schule. Es gibt ja so Konzepte wie zum Beispiel bewegte Pause, bewegter Unterricht, bewegtes Lernen generell. Bewegung ist gut. Wir müssen die Leute dahin erziehen, aber auch mit Bewegung erziehen. Zusehen also, dass es für die Menschen normal wird, gerade heute in der Zeit mit digitalen Medien und Co. Warnen ja viele davor, dass Menschen sich zu wenig bewegen. Bewegung ist wichtig, nicht nur für Herz-Kreislauf-System, auch für die Psyche. Und dann dieses Thema Mikroplastik, oder? Macht sie auch verrückt? Mich macht es absolut verrückt. Wenn man mitbekommt, dass auch selbst die Klärwerke das Mikroplastik nicht rausbekommen, das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir damit voll sind. Und ich meine, man findet es ja schon in unseren Körpern. Das heißt also, da Gedanken darüber machen, müssen wir wirklich die Plastiktüte mitnehmen? Müssen wir diese Plastiktüte mitnehmen? Müssen wir uns das Brot in dieser einen Plastiktüte oder in der, wie auch immer, was für eine Tüte einpacken lassen? Aber gibt es auch andere Möglichkeiten? Was mit Kaugummi? Was ist eigentlich mit Zigarettenkippen? Dazu kommen wir gleich noch. Das ist richtig krass. Ziel Nummer 4. Es geht um Bildung, also hohe Qualität der Bildung. Wie kriegen wir denn als angehende Lehrkräfte oder auch als Dozierendes hin, dass Bildung nachhaltig ist und dass sie von guter Qualität ist? Darüber reden wir ja hier seit einigen Wochen, seit über 10 Wochen jetzt. Wie bekommen wir es hin? Ja, ein Punkt, und den gebe ich nach wie vor wieder mit auf den Weg, ist Fachwissen versus Kompetenzen. Müssen wir wirklich so viel Fachwissen vermitteln? Ja, manches ist wichtig. Und Fachwissen zu nutzen, als Mittel zum Zweck, um Kompetenzen zu fördern, auch. Oder wenn Menschen daran Interesse haben, weil die dann zum Beispiel irgendwann ihre Zukunft darin sehen. Aber Kompetenzen, sowas wie zum Beispiel eben die Kompetenz, sich nachhaltig zu verhalten, nachhaltig denken, nachhaltig verhalten, Gesellschaft verändern, sich selbst verändern, Gewohnheiten, die vielleicht nicht so nachhaltig sind, ablegen und die ergänzen, adaptieren, wie auch immer. Oder so Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen oder zum Kommunizieren, dass man so etwas beibringt, denn wenn ein Mensch gut kommunizieren kann, vielleicht sogar gewaltfrei kommunizieren kann, dann führt das dazu, dass sich Gesellschaften möglicherweise wohliger entwickeln, nachhaltiger entwickeln. Dann der Punkt des Transfers. Wir müssen in der Schule mehr, würde ich sagen. Wir müssen gar nichts. Aber wir sollten uns, wir sollten, weiß ich auch nicht. Ich würde mich wesentlich stärker gerne mit Transfer beschäftigen. Und wenn ich Lehrkraft in der Schule wäre, ebenfalls. Erst recht, also wie kriegen wir die Inhalte, die wir dort vermitteln, transferiert ins normale Leben? Und wie sorgen wir dafür, dass wir eben nicht so ein Produktionsdefizit produzieren? Das heißt, wir bringen etwas bei und das ist auch da das Wissen. Es wird aber nicht angewandt. Dann haben wir schon über die Geschlechter gesprochen, wofür wir sorgen müssen. Ist eine Sensibilität, oder? Wir müssen darüber sprechen. Viel, viel, viel. Wir müssen über Rollenbilder sprechen. Oder am liebsten eigentlich gar nicht. Also eigentlich wäre das Beste, wir würden gar nicht darüber sprechen müssen. Aber wir müssen darüber reden. Das Ding ist einfach Wahnsinn. Die Frage ist, wie bekämpfen wir den Sexismus? Bekämpfen wir den mit Sexismus? Ja. Ich kriege dabei Gänsehaut, wenn ich überlege, dass wir Sexismus mit umgedrehtem Sexismus bekämpfen. Eigentlich doch auch nicht das Richtige. Also wir müssen darüber nachdenken, wir brauchen Forschung, wir müssen viel darüber sprechen. Und wahrscheinlich hilft auch dabei wieder die gewaltfreie Kommunikation. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass Vorurteile abgelegt werden und dass alles ein bisschen ruhiger wird, aber dass wir dieser Thematik viel Aufmerksamkeit schenken und viel mit Betroffenen reden und vor allem dafür sorgen, dass Konzepte entwickelt werden und dass Lösungen gefunden werden. Und wenn ich mich so mit Geschlechtern auseinandersetze, das habe ich damals auch, als diese Vorlesung das erste Mal an den Start ging, habe ich mich mit so ein paar Sachen beschäftigt, bei denen so Männer und Frauen sich unterscheiden oder Menschen sich generell unterscheiden. Ich habe mal eine Studie gefunden, ich zeige Ihnen die mal, die ist Wahnsinn. Also daran sieht man, wie Menschen verschieden natürlich auch ticken. Ich nehme sie da mal mit auf den Weg, einfach um sie ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen was anderes reinzubringen. Sie sehen hier, es geht um Tinder.
Ja, hier ist eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, gut veröffentlicht. Und die fragt sich also, leiden mehr oder weniger Männer unter gut ausgebildeten Frauen? Ja, Undercover on Tinder, das heißt, es werden also Daten von Tinder untersucht. Und was wir hier finden ist, hier steht, while women strongly prefer a highly educated potential partner, also der Partner sollte gut ausgebildet werden, ist das für Männer scheißegal. Wahnsinn, oder? Also da haben wir schon mal den ersten Unterschied. Und wenn Sie jetzt mal weiterschauen, ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei Tinder waren, da kann man so swipen, da kann man sich Menschen angucken. Und dann kann man nach rechts oder nach links swipen. Also entweder Sie mögen diese Person und wollen sie kennenlernen, dann swipen Sie in die eine Richtung. Wenn Sie die nicht kennenlernen wollen, die Person, dann swipen Sie in die andere Richtung. Und Sie können auch nochmal so ein super Like geben, wenn das das unfassbarste Wesen ist, was Sie jemals gesehen haben und es unbedingt kennenlernen wollen. Und jetzt sehen Sie, das wurden 1800 Frauen beobachtet und 1800 Männer. Ja, hier sind, bei zweiten sind die Männer. Ja, da, wo Sie den Pointer gerade sehen, rechts sind die Frauen. Und Sie sehen, von 1800 Männern, die beobachtet wurden, gab es nur 684, die kein Match hinbekommen haben. Okay? Bei 1800 Beobachtungen. Bei Frauen waren 1719. Das heißt automatisch auch, dass nur 81 dieser beobachteten 1800 Frauen ein Match produziert haben. Und hier unten beim Superlike zum Beispiel, also das unfassbarste Wesen da gesehen, was jemals war, haben 16 Männer ein Superlike vergeben und nur eine Frau. Und dann ist es noch krasser, die Unterhaltung, die gestartet wurde, 400, also insgesamt 477, ja, von den 3600, also 1800 Männer, 1800 mal Frauen beobachtet, 477 Unterhaltungen wurden gestartet, davon wurden 472 vom Mann gestartet, nur 5 von der Frau. Was sich übrigens auch verändert durch Tinder, also ich finde es erstmal spannend zu sehen, dass es so krasse Geschlechterunterschiede gibt. Und dann müssen wir uns ja auch nicht wundern, wenn wir auch in vielen anderen Bereichen des Lebens so krasse Unterschiede finden. Da kann man sich ja die Frage stellen, woher kommt das? Ist das biologisch, ist das anerzogen oder wie auch immer? Die Frage, warum Menschen überhaupt Tinder nutzen, ja, während der Corona-Zeit war irgendwie klar, oder? Habe ich mir ganz häufig anhören müssen, ja, ist doch logisch, dass diese Personen Tinder nutzen. Ich meine, ich habe da nichts gegen, ich finde das sogar cool. Ich kenne viele Menschen, die da richtig glücklich mit geworden sind. Prima. Sollen sie alle machen. Und wegen Corona, klar, man kam nicht raus, ne? Wegen Lockdown und hatte vielleicht irgendwie nur 1, 2, 3 Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Und so sehen Sie hier aus dieser Studie, aus einer anderen Studie, Frage war also, warum Tinder? Ja? Looking for a hookup, also mal jemanden zum Essen einladen. 23% ungefähr. Und dann Confidence Boosting, also Selbstwert hochpeitschen, und Prokrastination ist dann also die Mehrheit. Hier geht es Richtung 45%. Das ist also so Hauptgrund, warum Tinder genutzt wurde. Und dann, was ich übrigens auch über Tinder, wir machen einen kleinen Ausritt, ne? Merken Sie auch, oder? Ein bisschen thematisch anderes Ding, aber ich fand es super spannend, musste ich unbedingt mitbringen nochmal. Sie sehen hier, wie es von 1940 bis 2020, oder ne, ich glaube 2019 war das hier die Studie, sich es verändert hat, wie Menschen sich getroffen haben. Also wie haben Menschen sich kennengelernt? Und Sie sehen hier oben, ich denke, das ist blau, sehen Sie es hier so abfallend, das ist also met through friends, also über Freunde Menschen kennengelernt. Ja, das hat am Anfang hier so ein bisschen zugenommen. Das hat zugenommen, während so manche andere Sachen abgenommen haben. Ja, zum Beispiel ist hier die Family, nimmt ab seither, ja, Schule oder halt eben auch, was abgenommen hat am Anfang, met in college und neighbors. Das heißt, das also über Freunde hat abgenommen, aber es hat hier extrem zugenommen. Das sehen Sie hier mit diesen Dreiecken. Met online, also online Menschen kennenlernen, tierisch zugenommen. Und dann sehen Sie auch hier so, ab 2010 und danach ist also hier nochmal was anderes angestiegen. Und das ist met in bar and restaurant. Das ist, ging hier also auch mal so halb exponentiell hier hoch. Ja, und das kann man sich mit Tinder, glaube ich, ganz gut erklären. Ne? Und den anderen Portalen, die also dazu führen, dass man sich dann irgendwo trifft. Ausritt zu Ende. Wir kommen wieder zurück zu den SDGs, also das so viel zu Menschen unterscheiden sich und ja, wie gesagt, ein kleiner Ausritt. Ziel Nummer 11. Wir haben Städte und auch Gemeinden und so weiter und so fort, die ebenfalls nachhaltig sein können. Und da haben wir es also damit zu tun, dass wir in den Quartieren, in denen wir wohnen, dafür sorgen können, dass sie nachhaltig sind. Sie können also ein Haus bauen. Und man nennt das in den entsprechenden Statistiken den Hausbrand. Also wenn Häuser zum Beispiel Rohöl unten verbrennen, dann heizt das zwar das Haus, aber es sorgt ja auch dafür, dass entsprechend
Kohlenstoffdioxid zum Beispiel in die Atmosphäre kommt, sorgt dafür, dass der Treibhauseffekt angeheizt wird und so weiter und so fort. Das heißt, sie können aber auch, was weiß ich, mit irgendwelchen Panels auf dem Dach und so dafür sorgen, dass sie anders Energie gewinnen. Und das heißt also, in Zukunft sollte das der Fall sein. Vielleicht stellen wir das eine oder andere Windrad mal auf oder lassen ein paar Rohre durch den Boden gehen, um entsprechend dafür Wärme oder Kühlung zu sorgen und so weiter und so fort. Und so kann man Quartiere aufbauen. Und das wäre gar nicht so doof, wenn man darüber mal nachdenken würde. Wenn wir also auch Jugendlichen in der Schule schon beibrächten, darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich zu Hause dafür sorgen, dass das Haus, das vielleicht nicht mir gehört hat, sondern meinen Eltern, oder mein Zimmer mehr und mehr nachhaltig ist. Müssten wir uns mit beschäftigen. Und das machen wir in einem neuen Projekt. Das haben wir, den Zuschlag haben wir bekommen vor 2 Wochen. Super stolz, mein erstes Drittmittelprojekt hier in Osnabrück. Es wird unterstützt von der DBU, also der Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Und Sie werden jetzt gleich sehen, dass da drin ziemlich viel Vorlesung von uns steckt. Bei meinem Quartier haben wir folgendes Ziel. Wir wollen Kiddies mit Minecraft lernen lassen, 7., 8. Jahrgangsstufe mit Minecraft. Sie kennen vielleicht dieses Online-Zock, also ist ein ganz erfolgreiches Spielchen. Man hat so kleine Welten, hat also Kastensysteme, man spielt sich da durch, baut so Welten auf, recht kreativ, gibt gar nicht immer unbedingt riesig große Ziele, sondern man baut halt irgendwie so seine Welt auf. Bei uns gäbe es das eine oder andere Ziel oder die eine oder andere Aufgabe beim Aufbau des eigenen Quartiers. Die zocken also, denen wird aber im Vorhinein auch beigebracht, wie man selbst reguliert lernt und spielt. Und das Spiel wird so adaptiert und umprogrammiert, dass es das selbstregulierte Lernen indirekt fördert. Inhaltlich lernen die Jugendlichen aber, wie man sein Quartier eben nachhaltig aufbaut. Also wie viel Holz muss ich wirklich fällen, wie viele Bäume muss ich fällen, um ein Häuschen oder was auch immer aufzubauen und darin leben zu können. Also es geht um diese nachhaltige Denkweise, wie baue ich mein Quartier auf, und wir kombinieren damit also dann 3 verschiedene Dinge. Das ist eine, ist das Fachwissen über nachhaltige Entwicklung, das andere ist selbstreguliertes Lernen und das andere ist Zocken. Denn wir wissen ja selber auch aus der Vorlesung hier, dass das Zocken, genauso wie das Nutzen von Smartphones, durchaus auch selbstregulative Kompetenzen benötigt. Das heißt also in diesem Projekt, ich stelle Ihnen das einfach mal vor, vielleicht werden Sie ja in Zukunft auch noch ein bisschen was von hören, dann wollen wir Lehrkräfte fortbilden, klar, und wir wollen diese Lehrkräfte nicht nur einfach fortbilden, sondern wir bilden die zusammen mit den Schülerinnen und Schülern fort. Da, glaube ich, schlummert ein bisschen was drin. Das ist so eine kleine Idee, die ich seit wenigen Jahren habe, dass ich denke, warum bilden wir denn nicht Lehrkräfte eigentlich zugleich mit Schülerinnen und Schülern eigentlich fort? Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann im Unterricht auch umgesetzt wird, ist auch dann viel größer. Ja, wir bilden die fort, alle erfahren so ein bisschen was zu nachhaltiger Entwicklung, zu Minecraft, da wissen die Kiddies wahrscheinlich meistens mehr als die Lehrkräfte selbst. Das heißt, sie werden auch das Unterrichten übernehmen, die Kinder werden es also beibringen. Wir bringen die Leute beim selbstregulierten Lernen nach vorne und zeigen ihnen auch, wie man so Sachen implementiert. Ja, das ist das, was wir hier in der letzten Vorlesung machen werden. Und in der Schule findet dann eine direkte Förderung statt. Also die Lehrkräfte, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler, teilweise sich selbst auch, fördern direkt einmal nachhaltige Quartiersentwicklung, also wie baut man so eine Stadt auf oder so ein Quartier oder so ein Häuschen. Es gibt Sitzungen zu Minecraft, das wird beigebracht, genauso wie das selbstregulierte Lernen. Und dann haben wir entsprechend außerschulisch den Bereich, denn das Ziel ist, dass die Kinder, also das, was sie in der Schule lernen, auch mit nach Hause nehmen und da anwenden. Und da zocken die zum einen Minecraft, natürlich, aber zum anderen nutzen die währenddessen auch so einen kleinen Lernbuddy, wie so ein Lerntagebuch, um entsprechend sich bei Minecraft zu regulieren. Und Minecraft wird so umprogrammiert, dass sie also immer wieder getriggert werden, sagen, hey, denk nochmal an dein Ziel, was wolltest du heute eigentlich erreichen und so weiter und so fort, um also dann ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Und was wir auch machen, ist, dass wir die Kinder mit den Städten, mit den Kommunen zusammenbringen, und die haben dann so keine Gutachtertätigkeiten. Die gucken sich also neue Konzepte an von irgendwelchen neuen Quartieren und müssen halt dann mit einschätzen, ob das Sinn macht, das zu bauen, oder ob das keinen Sinn macht. Was Sie hier also bei diesem Projekt sehen, wir versuchen so ein bisschen was zu connecten, selbstreguliertes Lernen, Zocken mit Minecraft, aber eben auch diese nachhaltige Quartiersentwicklung, also Nachhaltigkeitsthemen, und haben da die Hoffnung, dass wir da einen Schritt in die richtige Richtung machen und da entsprechend Jugendliche also zu BNE oder zu nachhaltigem Denken anregen. Sie sehen hier den Doppelbock-Förderturm aus Herten, meiner Heimat, Zeche Ewald in Herten Süd, an der großen Haldenanlage im Ruhrgebiet. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass es durchaus ja ab und zu mal Sinn macht, darüber nachzudenken, was mein Verhalten für eine Wirkung haben kann. Die Wirkung muss vielleicht gar nicht heute sichtbar sein, sondern vielleicht auch erst in Zukunft. Und wenn ich über solche Sachen nachdenke, also welche Wirkung hat mein Verhalten auf das Morgen, dann denke ich häufig an die Ruhrkohle und an die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet.
Denn was wir da jetzt vorfinden, ist ein ziemlich großes Problem. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder wussten und wissen. Nachher werden Sie es wissen, auf jeden Fall. Es gibt sogenannte Ewigkeitsaufgaben. Unter der Erde ist ja immer noch ziemlich viel Luft durch die einzelnen Stollen und Schächte und so weiter und so fort, die da entsprechend hinterlassen wurden. Seit 2018 gibt es ja keinen aktiven Bergbau mehr, aber es ist halt noch ziemlich viel Luft da unten drin. Also das ganze Ruhrgebiet ist ja eigentlich untergraben. Und das Problem ist, dass Wasser durchsickert an den meisten Stellen und dann Sachen ausspült. Und dann haben wir aber in den einzelnen Anlagen, in denen früher noch Menschen unterwegs waren und abgebaut wurde, haben wir natürlich auch manchmal so ein paar Sachen, die nicht ganz so gesund sind, wo normalerweise kein Wasser hinkommen würde, wenn es diese Stollen und Schächte und so weiter und so fort nicht gäbe. Und würde das Wasser sich da ansammeln, würde es so weit ansteigen, dass das irgendwann das Grundwasser bedrohen würde. Das heißt also, seit es den Bergbau gibt, bis in alle Ewigkeit, wird die Ruhrkohle AG die Aufgabe haben, dieses Wasser abzupumpen. Das muss man sich mal vorstellen. Für alle Zeit sind die sogenannten Ewigkeitsaufgaben. Das heißt, wir brauchten offensichtlich damals die Kohle, um entsprechend zu heizen und die Industrialisierung voranzutreiben und so weiter und so fort. Da kann man ja auch dankbar sein, aber es bedeutet, so richtig nachhaltig war es wahrscheinlich nicht, denn wir müssen also für alle Ewigkeit dieses Wasser wegpumpen. Wenn das nicht gemacht wird, wird die Menschheit wahrscheinlich nicht, zumindest nach heutigem Stand, nicht überleben können, weil wir dann vergiftet werden und ein riesig, riesig großes Problem bekommen. Daneben gibt es noch ein, zwei andere Ewigkeitsaufgaben, wie zum Beispiel dieses Wasser dann zu reinigen und so weiter und so fort. Aber damit man weiß, das war damals so wichtig und wir haben es gemacht und wir sehen, also heute haben wir unfassbar krass damit zu kämpfen. Und das bedeutet also für die nächsten 10er, 100er und 1000er Jahre bedeutet das, wir müssen dieses Wasser wegpumpen, sonst haben wir ein riesig großes Problem. Nein, das Problem, was damit zusammenhängt, ist, dass wir keine zweite Erde haben. Ne? Ich brauche nicht drüber reden, oder? Wir haben uns alle, glaube ich, reichlich mit Fridays for Future und Co. beschäftigt. Und glücklicherweise gibt es ja diese Bewegung, damit das also mal ein bisschen auf den Schirm kommt bei uns. Und Sie sehen hier unten rechts in der Ecke die Sustainable Development Goals. Ziel Nummer 12 ist also entsprechend, hat was mit Konsum zu tun. Ja? Und da habe ich mal die Punkte Müll und Digitalisierung rausgezogen, über die ich mit Ihnen gerne sprechen möchte. Und ich weiß nicht, wie Sie momentan so leben, was Müll angeht. Für mich ist es voll das Thema, unglaublich aktuelles Thema. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken darüber. Ich bin super häufig enttäuscht. Nicht nur, wenn ich in den Markt komme, also in den Einkaufsladen, ich sehe, dass Bioprodukte mit Plastik eingepackt sind, also mit Folien, damit man das also unterscheiden kann von einem normalen Obst oder von einem normalen Gemüse. Ich war gestern noch bei Dance einkaufen und dann wollten die mir in der Bäckerei, Dance ist ja ein Bioladen, und da wollten die mir in der Bäckerei eine Plastiktüte um das vegane Gebäck packen. Und ich denke so, das passt doch nicht zu euch. Ja, wir haben ein Problem mit den Papiertüten. Ich sage, dann gib mir keine Tüte. Dann nehme ich das so mit natürlich, weil muss ja auch alles nicht sein. Könnte ja auch seine eigene Verpackung natürlich mitbringen. Das habe ich an diesem Tag dann mal nicht gemacht, aber dann habe ich es halt so auf die Hand genommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, das ein dramatisches Ding, wie viel Müll wir produzieren. Zeichen gleich ein bisschen was. Und woran es unter anderem liegt, das ist unser Konsum, oder? Oh, sind Sie auch dem Konsum verfallen? Oh, ist das schön, oder? So mal ein bisschen bei Instagram einfach ein bisschen rumwischen. Und dann kommt ja mal so Werbung und dann sieht man die ganzen Influencer und dann tragen die so coole Sachen. Und dann glauben wir ja auch, wir müssten ständig unseren Trend oder unsere Klamotten ändern, obwohl es eigentlich so unüblich ist für uns Menschen, oder? Früher hatten irgendwelche Völker irgendwelche Sachen an, irgendwelche Stämme und so weiter und so fort, und die haben sie für immer getragen, waren total stolz drauf. Heute müssen wir ständig unseren Stil ändern, weil wir sonst irgendwie nicht hip und nicht cool sind. Und wir konsumieren und wir konsumieren und wir kriegen so viele Pakete zugeschickt und da ist so viel Plastik und so viel Papier dran. Und das ist so heftig. Und man braucht es irgendwie, oder? Es ist wieder so eine Gewohnheitssache. Es tut schon gut. Und gerade in Corona-Zeiten muss das natürlich erst recht sein, weil wir so wenig Schönes erleben. Also konsumieren wir ohne Ende. Ich genauso. Und das ist eigentlich irgendwie dramatisch. Und wozu das wieder kommt, und das ist wieder ein anderer Punkt, über den wir schon mal gesprochen haben, das sogenannte Intention Behavior Gap. Auf der einen Seite wollen wir unglaublich gerne nachhaltig agieren und total gut sein für die Erde. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch konsumieren und wir wollen auch Luxus und wir wollen auch einen Roadtrip machen. Und wir wollen auch was von der Welt sehen. Wir leben ja nur einmal. Ja klar, wollen wir das doch, logisch. Natürlich musst du das gönnen. Erst recht nach dem Bachelor oder nach der Masterarbeit oder wie auch immer. Also das heißt, wir haben dieses Intention Behavior Gap. Wir wollen was schützen. Wann waren wir das letzte Mal draußen Müll aufsammeln? Und wann haben wir mal jemandem gesagt, der seine Zigarettenkippe auf den Boden geschnipst hat, dass er die doch bitte aufheben soll, weil die ist gar nicht so richtig gut? Haben Sie es schon mal gemacht? Nee, ne? Irgendwie denkt man ja immer, gut, das ist ja nur Papier. Ja, Flöte piepen, das ist nicht nur Papier, das ist richtig giftig. Denkt man nicht, ist aber.
Ich habe jetzt nochmal aktuell recherchiert. Ich habe es schon mal vor 1,5 Jahren gemacht und habe nochmal ein paar Zahlen rausgesucht und habe auch nochmal mich reingelesen. Das ist nach wie vor blöd mit diesem Müll und auch mit den Zigaretten. Also wie viel Müll da entsteht, sehen Sie hier. Between 340 und 680 Millionen Kilo. Der Wahnsinn, pro Jahr. Pro Jahr. Und dann sind da natürlich logischerweise toxische Sachen drin. Das ist gar nicht so gut, das, was da weggeschnipst wird. Und vor allem kann das, was da weggeschnipst wird, unserem Grundwasser und generell auch den Fischen und den ganzen anderen Lebewesen nicht gut tun. Und das sieht man hier. Wenn man so ein paar Zahlen, die ich zusammengesucht habe, Sie sehen hier, dass jährlich ungefähr 5,6 Billionen Zigaretten geraucht werden. Und wie viele werden davon ungefähr in die Natur weggeworfen? Das sind 4,5 Billionen. Und wenn Sie mal draußen umhergehen und Sie Müll finden, zählen Sie mal durch. Jedes dritte Stück Müll ist eine Zigarettenkippe. Danach kommen erst Plastiktüten übrigens. Jetzt haben wir das Problem, das ist nicht Papier, was mal eben weg ist, das dauert ein paar Jahre. Wenn es in Salzwasser kommt, übrigens noch länger, logischerweise, weil es konserviert wird. Aber Sie sehen hier, ein Zigarettenstummel pro Liter Wasser macht Fischen schon gar aus. Das heißt also, diese Studie hier hat gezeigt, dass die Hälfte der Fische verstarb, die also in so einem Becken gehalten wurden, wenn die Forscher 4 Tage lang da Zigarettenkippen drin hatten. Eine pro Liter, ja, also eine Kippe, Zigarettenkippe, nicht die ganze Zigarette, die Kippe, nur die Kippe, ja, pro Liter, dann sind die Fische gestorben, zumindest 50%. Ja. Ja. Ich kriege hier eine Nachricht, ich habe mal gerade drüber geguckt, habe es noch nicht ganz verstanden, beim ersten Mal drüber schauen, Julia, neulich einen Jodel gelesen, wo jemand an der Kasse stand und zur Kassiererin meinte, dass die Plastiktüten ja immer teurer werden und die Kassiererin meinte daraufhin, ja, merken Sie was, oder? Jo. Manche merken es nicht. Passt gut dazu. Also, Zigarettenkippen. Ich gehe ab und zu mit so einem Greifer durch die Welt und sammle mal so ein bisschen Müll ein. Bei mir zumindest vor der Haustür gehe ich die Straße auf und ab. Habe ich früher auch regelmäßiger gemacht als heute. Ja, macht der Gewohnheit. Ich muss es wieder zur Gewohnheit machen. Und es ist, ich hätte jetzt schon fast gesagt, unfucking fassbar, wie viel Mist darum liegt, ja. Wahnsinn. Das heißt übrigens, ich sehe es hier gerade bei meinen Notizen, 90 Tonnen Nikotin übrigens pro Jahr und 1 Tonne Arsen pro Jahr geht damit in die Umwelt. Arsen, wissen Sie, ist so ein giftiges Halbmetall, krebserregend, nicht wirklich gut für uns. Das also zum Müll und zum Intention Behavior Gap, weil eigentlich muss es ja nicht sein. Wir können ja die Zigarettenkippen auch woanders hin machen. Ne? Also muss man nicht rausschnipsen. Also man sollte sowieso nicht rauchen, weil es eigentlich Unfug ist, aber... Dann haben wir was anderes. Neben Müll haben wir auch Digitalisierung. Und Sie sehen hier so ein Gefährt, das eigenständig durch Berlin fährt. Autonomes Fahren wünschen wir uns ja alle. Ich habe mich heute Morgen nochmal gefragt, warum eigentlich? Warum wünschen wir uns denn eigentlich nochmal autonomes Fahren? Dass wir selber nicht mehr fahren müssen, weil es uns keinen Spaß macht? Oder weil es sicherer wird? Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage. Da kommt ja so eine ethische Sache mit rein, weil das eigentlich mit Unfällen und so. Und wem weicht das Gefährt aus? Dem Tier, dem Menschen? Dem jüngeren Menschen, dem älteren Menschen, wenn das Auto auf 2 Menschen zusteuert, fährt es eher das Alte, den alten Menschen. Also das ist gar nicht so einfach. Was aber definitiv feststeht, ist, dass diese Gefährte, also diese Fahrzeuge, ziemlich viel Daten verarbeiten müssen. Ist ja logisch. Die haben Kameras, Sensoren, ja, und so weiter und so fort. Und man sagt so, Pi mal Daumen ungefähr, dass pro Stunde 4000 Gigabyte Daten verarbeitet werden müssen. Also mit der Leistung meines Internets zu Hause würde das ungefähr 3 Jahre dauern, bis ich diese 4000 Gigabyte runtergeladen habe. Das heißt, es ist ziemlich viel. Ja? Ziemlich, ziemlich viel. Das heißt, da sind Rechner aktiv. Und diese Rechner müssen natürlich mit Strom versorgt werden. Und die müssen vor allem auch gekühlt werden. Das heißt automatisch auch, dass Digitalisierung in diesem Fall beim autonomen Fahren auch wieder Energie kostet. Wenn diese Energie nicht grün gewonnen wird, haben wir ein Problem. Ist doch logisch, oder? Und selbst wenn wir bei Wind und Sonne die Energie dafür gewinnen, den Strom, dann heißt es aber immer noch auch, dass dieser Strom vielleicht sogar zwischengespeichert werden muss. Es müssen Chips erstellt werden, die irgendwie Kobalt brauchen oder wir brauchen vielleicht auch nochmal ganz andere Dinge, ja, um entsprechend Solarzellen zu produzieren oder eben Akkus, wie gesagt. Also von daher auch da immer wieder, das hatten wir schon mal in einer Vorlesung, das kritische Denken, ja, es ist gut, in diese Richtung zu gehen, aber, watch out. Eine andere witzige Sache, vor 1,5 Jahren in meiner Vorlesung mit den Studis darüber gesprochen, da ging es auch so ein bisschen um die Nachteile der Digitalisierung. Da habe ich gefragt, was glauben Sie denn, was kostet es, 100 Mal das Smartphone zu laden? Und die richtige Antwort sehen Sie rechts, ja, da wo der grüne Haken dran ist, 60 Cent. 100 Mal das Smartphone komplett laden von 0 bis 100% kostet nur 60 Cent. Wahnsinn, oder? So günstig.
Also richtig war 60 Cent und Sie sehen es hier, die Verteilung der Antworten, das war kunterbunt gemischt. Die meisten dachten 5,80 Euro, aber es war fast gleich verteilt, mehr oder weniger. Und das Witzige ist, je älter die Menschen waren, desto, das zeigen allerdings andere Studien, je älter die Menschen waren, desto besser war der Treffer, also desto näher kamen sie an die richtige Antwort ran. Und je jünger, desto schlechter waren sie weg. Da gab es auch Menschen, die teilweise halt auch, wie gesagt, hier 35 Leute von denen haben auch auf 11,20 Euro geschätzt. Das wäre dann schon ganz schön, das wäre schon ganz schön teuer, ne? Aber auch immer noch nicht so teuer. Das wäre 10 Cent pro Ladevorgang. Im Endeffekt sind es nur 60 Cent. Erstens, man könnte sowas wissen, also dass man zumindest darüber informiert wird. Und zweitens müssen wir uns auch darüber klar sein, boah, wie günstig das ist. Und wenn das so günstig ist, ist das doch logisch, dass wir es konsumieren, dass wir es mitnehmen, oder? Das ist genau wie das Beispiel von Julia gerade in dem Studierenden-Chat. Wenn die Plastiktüte nichts kostet, dann ist es doch auch logisch, dass sie benutzt werden. Genauso wie in der Obst- und Gemüseabteilung, wenn es diese kleinen, dünnen Plastiktüten eben gibt, die sich trotzdem nicht schnell, meistens zumindest nicht, zersetzen lassen, wenn sie aus normalem Plastik sind und dafür sorgen, dass es Fischen und Co. schlecht geht und uns demnächst irgendwann auch. Dann haben wir das Ziel Nummer 17, Partnerships for the Goals. Also wir wollen irgendwie interagieren, um die anderen 16 Ziele zu erreichen. Und da sind viele, viele wichtige Ziele mit dabei. Wir wollen irgendwie kooperieren und um gut zu kooperieren, müssen wir vor allem erstmal gut kommunizieren können, oder? Also das müssen wir lernen. Wir müssen Kommunikation nicht nur lernen, sondern wir müssen sie auch wertschätzen. Sie erinnern sich, falls Sie dabei waren, an die gewaltfreie Kommunikation, über die wir gesprochen haben in dem einen Videopodcast und auch in der Vorlesung zum entsprechenden Thema. Das könnte eine Methode sein, ein Weg sein, einfach besser miteinander klarzukommen und miteinander zu kooperieren um. Und wenn wir in die Schule gehen, dann genau das Gleiche, gewaltfreie Kommunikation, aber eben auch einfach geschickt miteinander kommunizieren. Schule stark machen, uns stark machen, Schülerinnen und Schüler stark machen, zusehen, dass jeder seine Bedürfnisse kennt und lebt. Denn wenn jeder seine Bedürfnisse kennt und lebt und leben kann, und das auch nachhaltig, dann müsste es eigentlich allen gut gehen. Und schlecht geht es den Leuten dann meistens, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht leben können. Das müsste eigentlich unser Ziel sein. Und wenn es den Menschen möglichst gut geht und keiner arm ist, keiner Angst haben muss, keiner gepeinigt wird ständig und so weiter und so fort, dann können wir auch Umwelt schützen und wir müssten es eigentlich immer tun. Aber wir müssen natürlich vor allem erstmal dafür sorgen, dass es uns den Menschen gut geht, weil nicht jeder Umwelt vor das eigene Wohl stellt. Deswegen bin ich nach wie vor verwundert, dass diese Umweltfaktoren, Sie erinnern sich vielleicht an die Vorlesung zu Smartphone-Konsum und Smartphone-Abhängigkeit, dass diese Umweltfaktoren so eine große Wirkung hatten im Vergleich zur Gesundheit. Und ansonsten, was wir in Schule hinbekommen müssen, ist, dass wir eher einen Teamgedanken aufbauen versus so einen egoistischen Gedanken. Also, dass wir dahin kommen, dass wir natürlich Unterrichtsmaterial miteinander teilen, dass wir gemeinsam neues Unterrichtsmaterial bauen, dass wir gemeinsam evaluieren, dass wir Konzepte entwickeln, dass wir uns Hilfe reinholen und mit diesen Menschen interagieren. Also, dass wir so einen Teamgedanken fahren. Das hält sie gesund, wenn das Team gut funktioniert. Und es sorgt wahrscheinlich dafür, dass alles, was wir da machen, nachhaltiger wird, weil wenn ich Sachen nur für mich mache und ich gehe aus dem System raus, dann stirbt auch mein Wissen. Und wenn mein Wissen stirbt, ist das nicht nachhaltig, was ich da erstellt habe. Wenn ich das aber im Team aufbaue, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieses Wissen verweilt. Das heißt, es ist nachhaltig, das Wissen stirbt nicht aus. Und deswegen erst recht im Team arbeiten und nicht immer nur alleine. Wenn es um Digitalisierung geht und auch um Schule geht und so weiter und so fort, dann haben wir einen neuen Videopodcast aufgenommen, also meine Crew und ich. Und den haben wir am Mittwochabend abgedreht. Das Ding ist fertig. Wir warten jetzt nur noch, dass das Padlet gefüllt wird mit Unterrichtsmaterial von der Lehrkraft, die zu Gast war. Und das ist ein richtig cooler Talk geworden. Wenn Sie also demnächst abends mal wieder Zeit haben sollten, dauert eine Stunde 44, dann können Sie einer jungen Lehrkraft, 31, Jessica Adeyemi, und mir zuhören, wie wir halt über Schule, über das digitale Lernen und auch über Zukunft des Lehrerberufs sprechen. Die ist zuständig in ihrer Schule für das Konzept oder das Einbringen eines neuen Konzepts für iPad-Klassen und so weiter und so fort. Hat richtig guten Überblick, super spannend, weil sie nicht sofort Lehrerin werden wollte, sondern erstmal Innenarchitektur studiert hat und so. Und wie sie gestruggelt ist und wie sie dazu gekommen ist und was sie jetzt letztendlich macht und wie sie den Job liebt und was sie auch Ihnen, liebe Studierende, und auch allen anderen empfiehlt. Das kann man dann eben in diesem Videopodcast sehen. Ich denke, das wird irgendwann morgen übermorgen oder Richtung Ende der Woche dann online gehen. Wie gesagt, eigentlich ist alles fertig, Making-of auch. Wir warten jetzt nur noch auf Material, damit dann das alles als Komplettding fertig ist. Kann ich nur empfehlen. Ich fand es selbst ganz cool, als ich es mir das erste Mal geguckt habe.
Ja, und Ban Ki-moon, also ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte, dass wir eine einmalige Chance haben. Und ich sehe das auch für Sie als Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte als einmalige Chance, genauso wie für jeden, der auf dieser Erde lebt, was wir machen können. Jetzt, vorhin eigentlich auch schon, aber jetzt, spätestens jetzt, können wir was machen. Einen richtigen Schritt in die richtige Richtung oder den ersten Schritt in die richtige Richtung oder den zweiten, dritten. Und er sagt, wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Also loslegen. Und Sie haben hoffentlich in dieser kleinen Vorlesung heute gesehen, dass es nicht nur eine Frage von Bio oder von Erdkunden oder Gesellschaftswissenschaften oder was auch immer, oder Gesellschaftslehre ist, sondern es ist eine Aufgabe eines jeden Menschen, einer jeden Lehrkraft, eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin und eines jeden Fachs vor allem, an diesem Thema zu arbeiten und sich darüber Gedanken zu machen und immer zu überlegen, wie hängt was miteinander zusammen. Ausgangspunkt ist, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir uns fortbilden, dass wir uns reinlesen und reindenken und miteinander kommunizieren. Und ich hoffe, dass Sie alle mitmachen werden, damit wir also noch viele gute Momente auf dieser Erde erleben können, wenn und hoffentlich natürlich auch viele andere Menschen neben uns und nach uns. Und dementsprechend würde mich total interessieren, woran Sie selbst persönlich schrauben, generell oder vielleicht auch jetzt nach dieser Vorlesung. Woran wollen Sie persönlich schrauben oder woran schrauben Sie auch schon und wollen Sie vielleicht auch in Zukunft weiter schrauben, um Ihr Leben nachhaltiger zu gestalten oder nachhaltig zu gestalten? Wie wollen Sie diese Umsetzung sicherstellen? Also wie wollen Sie dieses Intention-Behavior-Gap vermeiden, dass Sie das also wirklich in die Anwendung bekommen? Dabei würde ich mich freuen. Das ist also mehr wieder so ein bisschen Selbstreflexion dieser Aufgabe für die Studierenden der Uni Osnabrück. 250 Wörter, wieder eine Woche Zeit. Und ich habe versprochen, dass es heute ein bisschen kürzer wird. Und es ist 13 Uhr, dreiviertel Stunde. Und ich habe es geschafft. Also keine normale Vorlesung. Ein bisschen mehr Inspiration in eine Richtung schubsen. Und wenn Sie sich mit BNE noch nicht beschäftigt haben und wenn Sie auch die Sustainable Development Goals noch nicht kennen, schauen Sie sich die noch mal ein bisschen an. Ich lade Ihnen noch mal ein, zwei Texte hoch für die Studierenden der Uni Osnabrück und ansonsten einfach mal selbst ein bisschen recherchieren und machen und immer daran denken, dass wir alle die Aufgabe haben, uns damit zu beschäftigen. Es tut uns allen gut. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Dann werden wir darüber sprechen, wie wir Unterricht zwischendurch mal ebenso schnell evaluieren können und gucken können, ob wir einen Effekt haben. Und danach dann die Woche, also in der letzten Vorlesungswoche, geht es dann um Innovation implementieren. Wie kriegen wir eine Innovation in ein träges System hinein? Schön, dass Sie dabei waren. Schönen Tag noch. Tschüss.